Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Unser Thema heute ist der Leuchtenhersteller Osram, bei dem einiges in Bewegung ist. Das LED-Geschäft ist die Zukunft, aber die Zahlen sind noch tiefrot. Das alte Stammgeschäft hingegen bröckelt ab. Manche Investoren fordern die Zerschlagung des Konzerns. Viel Gesprächsstoff und wir begrüßen dafür den CFO des Unternehmens hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Klaus Patzak. Ja. Osram ist in der größten Umbruchssituation der Unternehmensgeschichte. Sie bauen 15.000 von 40.000 Arbeitsplätzen grob gesagt ab. Auf der anderen Seite investieren Sie massiv in neue Fabriken und Technologien im LED-Bereich. Was genau passiert da gerade bei Ihnen? Ja, wir sind inmitten der größten Transformation in der Lichtindustrie. Wir fahren das traditionelle Geschäft ganz diszipliniert nach unten. Und zwar in einer Art und Weise, dass dies profitabel bleibt. Und auf der anderen Seite investieren wir auch in die neuen Geschäfte und versuchen auch durch diese Stellenreduzierung, dass diese neuen Geschäfte sich gut entwickeln können, also schneller in eine höhere Profitabilität kommen können. Sprechen wir erstmal über das alte Stammgeschäft, das Sie, wie Sie sagen, diszipliniert zurückfahren wollen. Wie viel kostet Sie denn der Rückzug aus dem Stammgeschäft und welche Einsparungen erreichen Sie auf der anderen Seite, um das zu kompensieren? Ja, ich würde nicht von Rückzug sprechen, sondern wir passen hier sukzessive die Kapazität an den Markt an. Wir haben jetzt ein Programm aufgelegt, das für 3 Jahre läuft, also 2015, 16 und 17. Insgesamt sprechen wir hier über einen Restrukturierungsaufwand von 450 Millionen Euro. Der beinhaltet einmal die Anpassung der Produktionskapazitäten, aber zum anderen auch eine Verringerung der Kosten in den indirekten Bereichen, das heißt auch Einsparungen in der Zentrale, die wir dort erzielen wollen. Auf der anderen Seite investieren Sie sehr stark in den Aufbau des LED-Geschäfts. Was genau machen Sie da? Ja, LED ist die neue Technologie und wenn wir von LED sprechen, dann müssen wir zunächst berücksichtigen, dass wir ja schon seit vielen, vielen Jahren im LED-Geschäft sind. Das ist das Geschäft unserer Business Unit Opto-Semiconductors. Breit gefächertes Portfolio, im Schwerpunkt Automobil- und Industriegeschäft. Wir investieren dort seit Jahren. Das ist ein sehr wachsendes, stark wachsendes und auch hochprofitables Geschäft. Wir investieren aber auch in unsere LED-Lamps-Business-Unit. LED-Lamps-and-Systems heißt diese Business-Unit. Und dort finden Sie die LED-Retrofit-Lampen beispielsweise. Osram war ja eine ganze Weile, ich sag mal, ein langweiliger Leuchtenhersteller, lange Investitionszyklen oder Produktzyklen, hohe Wertschöpfungstiefe. Jetzt krempeln Sie das komplett einmal um, weil die Industrie eine ganz andere ist. Im Prinzip geht es ja in den Halbleiterbereich, kurze Investitionszyklen, kurze Produktzyklen, hohe Investitionskosten, starke Wettbewerber aus Asien. Kann Osram das überhaupt? Ja, wir können das. Lassen Sie mich nochmal wiederholen. In dem Bereich Opto sind wir seit Dekaden und wir sind bei den LEDs die Nummer 2 in der Welt. Die Nummer 2 in der Welt im Upstream-Bereich. Also insofern ist das für uns nicht neu. Was neuer ist, ist die LED im Allgemeinbeleuchtungsbereich. Ja. Und bei der LED im Allgemeinbeleuchtungsbereich ist es in der Tat so, dass wir viel schnellere Produktzyklen haben. Aber wenn Sie auf die Zahlen unserer Business Unit LED Lamps and Systems gucken, dann sehen Sie, wir haben hier Wachstumsraten, die sind deutlich im zweistelligen Bereich. Wir sind da noch defizitär, aber wenn Sie vergleichen unser Ergebnis im Jahr 2014 zu dem im Jahr 2013, dann sehen Sie doch, dass wir unsere Profitabilität hier deutlich gesteigert haben. Mhm. Wie lange können Sie dann das alte Stammgeschäft noch melken, in Anführungszeichen, dort noch Cashflows generieren, die Sie dann verwenden können für den Aufbau des LED-Geschäfts? Also ich denke, wir haben hier noch einige Jahre vor uns, in denen wir positive Free Cashflows sehen. Wir hatten im letzten Jahr in dem Classic Lamps and Ballast-Bereich, das ist ja der Bereich, den Sie ansprechen, einen Free Cashflow von rund 160 Millionen Euro. Und das nach Auszahlungen für Restrukturierung. Und das zeigt doch, was in diesem Geschäft steckt. Auch im ersten Quartal hatten wir einen positiven Cashflow. Und wenn ich in die Planung für die nächsten Jahre sehe, dann sehe ich, dass dieses Geschäft auch in der Zukunft nicht nur profitabel arbeiten wird über die Zeit, sondern auch einen positiven Free Cashflow hat. Das heißt, dieses Geschäft, das kann seine eigene Restrukturierung bezahlen und zusätzlich Geld freisetzen für das Wachstum der neuen Geschäfte. Und das zeigt, dass dieses Geschäft auch einen Wert hat. Und irgendwann wird das flat sein und immer noch positiv oder werden Sie es irgendwann zumachen müssen? Gut, also ich denke, also das wird Sie natürlich die Zukunft zeigen. Letztendlich wird es so sein, dass dieses Geschäft sukzessive abnimmt. Denn die LED-Technologie ist in weiten Teilen schon eine Technologie, die performanter ist.
Es gibt Analysten, Investoren, die das Management dazu auffordern, darüber nachzudenken, das sehr starke Stammindustriegeschäft abzuspalten von dem nicht so gut performenden Neugeschäft bzw. dem zurückgehenden Altgeschäft. Das Management hat sich da klar dagegen ausgesprochen. Können Sie auf der anderen Seite versprechen, dass das LED-Geschäft in absehbarer Zeit seine Investitionen, sein CapEx selber verdienen wird und nicht quersubventioniert werden muss vom Industriegeschäft? Ja, zunächst haben wir gesagt, dass wir in einem Strategieprozess sind. Und dass, wir haben auch gesagt, dass wir noch im Frühjahr zu der Strategie Stellung nehmen können. Es ist natürlich so, dass wir sehen, dass andere Unternehmen auch für sich Schlüsse ziehen. Und es ist auch richtig, dass wir gesagt haben, nicht notwendigerweise sind die Schlüsse, die andere Unternehmen gezogen haben, auch für unser eigenes Unternehmen die richtigen. Insofern ist momentan eigentlich dieser Strategieprozess noch nicht so weit, dass wir sagen, bestimmte Dinge kommen für uns nicht in Frage. Es gibt keine Denkverbote. Wir sehen uns die einzelnen Geschäfte, alle Geschäfte, tief und breit an, in welchen Märkten sie sich bewegen, wie profitabel diese Märkte sind, wie nachhaltig die Wachstumsperspektiven in diesem Unternehmen sind und letztendlich auch, wie die Anforderungen des Marktes zu unserem eigenen Fähigkeitsprofil passen. Insofern ist es so, dass es keine Denkverbote gibt und ich sie einfach vertrösten muss auf das Ergebnis unseres Strategieprozesses. Ich aber auf der anderen Seite jetzt nicht im Prinzip Ihnen die Richtung zeigen kann und auch nichts ausschließen möchte. Wir werden das verfolgen und dann auch darüber berichten, wie Sie sich entschieden haben. Ich habe Ihnen zum Schluss noch die drei Fragen von Finance TV mitgebracht und mit der Bitte um die ganz kurze Antwort, gerne ja oder nein. Die erste Frage, wird Osram bis zum Abschluss der Neuerfindung noch frisches Eigenkapital vom Kapitalmarkt benötigen? Auf absehbare Zeit sehe ich das nicht. Die zweite Frage, wären größere Übernahmen von LED-Spezialisten geeignet, den Umbruch bei Osram zu beschleunigen? Also generell schließen wir Akquisitionen nicht aus, haben wir auch nie ausgeschlossen. Aber die Basis für jede Wachstumsstrategie muss auch organisches Wachstum sein. Und die letzte Frage, wird das Osram-Geschäft in Zukunft zyklischer und volatiler sein als in der Vergangenheit? Ich denke, dass mit dem, was ich vorher gesagt habe, dass das Gewicht sozusagen dieser Classic Lamps and Ballasts sukzessive zurückgeht, das ist ja auch ein Replacement-Business, was per se eine gewisse Stabilität hat, dass das sein kann. Allerdings sehe ich das nicht als einen extrem zyklischen als ein extrem zyklisches Geschäft, das irgendwie in die Nähe eines DRAM-Geschäfts zu rücken ist, sondern es wird eine normale Zyklizität eines Industriegeschäftes haben. Es wird wirklich spannend zu sein, zu beobachten, was da am Ende bei rauskommt bei Ihrer Neuerfindung. Wir wünschen Ihnen alles Gute dabei, dass Sie da zu Ihrem Ziel kommen und danken Ihnen auch fürs Zuschauen. Das war's für Finance TV heute. Schauen Sie am Montag wieder rein mit der neuen Sendung. Bis dahin eine gute Zeit und erfolgreiche Restwoche. Machen Sie es gut. Tschüss.